Jo, moin moin, schönen guten Tag. Wisst ihr, wobei ich wirklich manchmal meine Nerven verliere? Bei Leuten, die eindeutig das Main-Character-Syndrom haben. Also Leute, die aktiv denken, sie sind der Main-Character. Die ganze Welt dreht sich um sie. Sie sind der Mittelpunkt von allen. Und an der Stelle, der Planet Erde kann direkt nach ihnen benannt werden. Sie ruft wirklich ihren Ex-Freund mitten im Konzert dafür an. Okay, du hättest den Bruder da echt alleine lassen können. Der Arme hat doch gar keinen Bock. Der war gerade entspannt am Zocken und auf einmal ruft ihn seine Ex an, die Crash-Out bekommt auf einem Taylor Swift-Konzert. Oh ja, du hast es ihm so gezeigt. Du hast ihm nochmal richtig einen reingedrückt, so dass ihr nie wieder zusammenkommt. Eigentlich ist es normal, dass man nach der Beziehung einfach zwei unterschiedliche Wege geht. Es gibt echt keinen Grund, wieso du deinen Ex-Freund anrufen solltest, mit dem du wahrscheinlich seit 2 Jahren nicht mehr geredet hast, nur um dann irgendein Taylor Swift-Song zu performen und zu singen. Aber wie es aussieht, muss man genau sowas machen, wenn man Nummer 1 Taylor Swift Fan werden will. Sowas gehört dann halt dazu, zu einem echten Swiftie. Main Character Moment vom Allerfeinsten. Okay, what the f***? Der Typ sieht so aus, als wäre er älter als 40. Was bringt dich dazu, mit 40 Jahren in einem Restaurant auf dem Boden einen Anfall zu bekommen? Ey, heilige Scheiße, was geht hier schon wieder ab? Also das ist jetzt der Content, oder was? Die armen Leute da im Hintergrund, die nur entspannten Abend machen wollten. Der Bro liegt da wortwörtlich im Dreck. Ich meine, schau dir mal diesen Boden an. Das ist echt ein seltsames Hobby. Das ist echt so geisteskrank. Wir müssen wirklich in einer Simulation leben, ne? Auf dieser Welt gibt es wirklich alles. Nichts hat diese Welt noch nicht gesehen. Sogar der Hund da hat Angst vor ihm. Wieso sind so viele Videos in dieser Art immer in der Bahn? Ich habe so langsam das Gefühl, dass die Bahn wie so ein Magnet ist für komische Leute. Also hier auch. Okay, cool, du gibst Leuten High Five in der Bahn. Ja, nice, okay. Aber das Ganze noch so unnötig zu filmen? Und in der heutigen Zeit hätte ich dazu auch noch ultra die Paranoia, dass der Typ vielleicht nicht vorher seine Hand in seinen Arsch gesteckt hat, so für einen lustigen Prank. Ich wette, niemand von diesen Leuten da hatte Lust, ausgerechnet jetzt zu sehen, wie er sturdy geht. Da muss doch jeder in der Bahn sich zusammenreißen, dass er nicht gleich stirbt vor Cringe. Jeder tut sein Bestes, einfach nicht drauf zu achten. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht hört der komische Typ da auf zu tanzen, wenn ihn einfach niemand mehr beachtet. Bei der nächsten Haltestelle gehen die Leute sogar aus Reflex raus, einfach um abzuhauen und der Situation zu entflüchten. Eigentlich geht das Video noch weiter, aber kein Bock, das zu zeigen, weil er sowieso nur tanzt und emotet. Ja. Wie auch immer. Ich bin vielleicht eine 2 in Australien. Aber dafür bin ich eine 10 in Indien? Okay, jetzt werden sogar die Inder dafür benutzt, dass sich random Frauen besser fühlen auf Social Media. Wieso steht sie da so in der Mitte und macht einen TikTok davon? Was? Die ganzen Leute schauen dich da draußen die ganze Zeit an. Boah, die finden dich bestimmt so hot. Ja, oder vielleicht liegt das daran, dass sonst niemand anderes mitten auf der Straße stehen bleibt und mit ganzem Studio-Equipment ein TikTok dreht. Vielleicht könnte das ja der Grund sein, wieso dich die Leute anstarren. Und an dem Punkt muss ich auch direkt schon wieder muten. Weil erstens will ich keinen Copyright Strike auf mein Video bekommen und zweitens hört sowieso niemand so eine Trash-Musik. Mal im Ernst, wer hört unironisch Sexy Red? Okay, ja gut, ihr habt mich erwischt. Wenn dieser Track läuft, werde ich auch oft schnell zu einer Baddie, die sturdy geht. Deswegen sag ich ja, unironisch. Ich höre sowas natürlich nur auf Joke-Basis, so wegen Meme, so.
ihrem Leben machen Leute im Jahr 2024 noch immer solche Tanzvideos mit Choreo und Shit? Mofka da hinten bekommt seine Augen schon gar nicht mehr los von ihr. Junge, hör auf, ihr auf den Arsch zu gucken. Chill mal. Ich dachte, die Musik kann nicht noch schlimmer werden. Das hat wirklich in meinen Ohren wehgetan. Kein Witz. Und wieso bist du da am Posen und Flexen in einem McDonald's? Mehr ekelhaft und ranzig ging echt nicht. Wer auch immer genau diese Musik hört und auch genau solche Playboy-Cardi-Crash-Outs hat, bitte sucht euch Hilfe, ihr seid viel zu sehr drin im Film. Und das meine ich ernst, wenn man die Musik einfach so feiert, ist okay, ist valid. Aber wenn du dann auch aus was für einen Grund auch immer diesen Opium-Psychosen-Film annimmst und plötzlich anfängst mit diesem Teufels... Na, du bist ein Opfer. Du bist offiziell ein Opfer, das ist mega peinlich. Du kommst nicht mysteriös und geheimnisvoll rüber, wenn du oberkörperfrei in einem McDonald's ragest. Und apropos Mc's, wer von euch würde auch gerne diesen Grimace-Film... Spaß, okay? Und apropos Mc's, einige erinnern sich bestimmt an diesen Typen hier. Der denkt 100%, dass er der Main-Character ist. Oh, hallo Peter. Can I borrow the broom? Okay, also er geht zu einem Mitarbeiter und fragt, ob er den Besen haben kann. Der möchte bestimmt nur dabei helfen, den Boden sauber zu machen. Wow, was für ein hilfsbereiter junger Mann. Ja, und jetzt stürmt er die McDonald's-Küche mit dem Besen. Der geht ja komplett auf Attacke. Das erinnert mich an diesen Prinzen von Clash Royale, wenn der so seine Lanze auflädt und dann full Turbo nach vorne ballert. Genauso hat er auch gerade seine Lanze aufgeladen und macht sich bereit für den Fatality. Der Geisteskranke steckt einfach den Besen in die Fritteuse. Junge, was ist falsch mit dir? Stell dir mal vor, du hattest heute so deinen ersten Tag bei Mc's, schon gar keinen Bock, willst eigentlich direkt wieder gehen und kurz vor Feierabend, wenn du denkst so, du hast den Tag geschafft, kommt da so ein Randy, klaut den Besen und steckt das Ding in die Fritteuse, bis sie überkocht. So wie ich McDonald's kenne, wird das verseuchte Fett morgen nochmal benutzt für ein paar Pommes. Ey yo, put the fries in the bag! Put the fries in the bag! Ach und übrigens habe ich auch aus Solidarität zu allen Leuten, die wirklich bei Mc's arbeiten... Oh Gott, das muss echt ein scheiß Job sein, ne? Ja, für die Leute habe ich jetzt eine Mc's-Mütze auf meinem Profilbild. Put the fries in the bag! Das bleibt so lange, bis jemand mit einer guten Idee in die Kommentare kommt, was ich als nächstes Add-on benutzen kann für mein Profilbild. Für mich. Das bin ich, okay? Ja, und an der Stelle hoffe ich, dass McDonald's mir ein Jobangebot schickt, damit ich keine YouTube-Videos mehr machen muss. Weil länger halte ich sowas hier nicht aus. Wie kann man so cringe sein, aber sich dabei trotzdem so fühlen, als wäre man der krasseste jemals? Ich kann nicht der Einzige sein, der sein Handy zerbrechen will, nachdem er das hier sieht. Mich macht sowas irgendwie passiv-aggressiv. Was soll mir dieses Video jetzt sagen? Welchen Input wolltest du damit bringen? Ich habe 10% weniger Lust auf mein Leben danach. Danke dir. Bruh, ich wollte nur noch mal trainieren gehen. Y'all taking it too far now. We're just trying to work out. It's a whole. Oh, hell nah. Wird da drin gleich ein Actionfilm gedreht oder was geht da ab? Wozu diese Kinokamera? Keine Übung und auch kein Fitness-Influencer kann so wichtig sein, dass man da mit einer 10.000-Euro-Kamera abpullen muss. Und daneben noch die Low-Budget-Version. Also ich muss sagen, mich würde sowas mies triggern, wenn da solche Leute in meinem Gym sind. Das hier ist schon mies nervig. Aber ich habe echt keinen Bock, dass mich da jemand in 4K Ultra HD 120 FPS catcht, wie ich in meiner Nase bohre oder mir am Arsch kratz, anstatt zu trainieren. Fitness-Influencer ist auch sowas, mit dem werde ich irgendwie nicht warm. Sei denen gegönnt, wenn die ihren Hustle gefunden haben, aber irgendwie ist das auch echt Main-Character-Syndrom, wenn man sich beim Gym filmen muss und dann sogar die Leute wegschubst, wenn sie vor die Kamera gehen. So, okay, chill, wir haben verstanden, du bist Präsident von diesem Gym und alles dreht sich um dich. Ja.
Der macht einfach Ansage gegen den. Halbe Stunde Statement, Junge. Der Diss-Track kommt auch noch hinterher. Der ist doch nur vor die Kamera gelaufen. Was hat er denn gemacht? Der knockt den gleich aus. Der tut so, als wurde seine Mutter gerade beleidigt. You really think it's okay to put your hands on someone for walking through your video? Seriously? And then you go and you post this to social media as if this is something you want to brag about? First off, you never put your hands on anyone. Nein, ich finde das nicht okay, dass Leute dafür abgef***t werden, wenn sie vor die Kamera laufen von irgendeinem Wannabe-Influencer. Aber wisst ihr, was noch viel schlimmer und nerviger ist als das? Die Leute, die dieses Video hier noch nicht geliked haben und noch nicht Abonnent sind. Bro, das ist crazy. Das ist crazy. Das ist echt eine Frechheit. Deswegen, wenn ihr auch der Meinung seid, dass das Main-Character-Syndrom echt ist und wir unbedingt eine Impfung dagegen brauchen, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert gerne. Ja, ja, ja. Tschüss.